second guess. They didn't set limits. Are you a follower or a visionary? Can you handle the load that you were meant to carry? Cause we're on a mission. Listen, it's beyond description. We don't want to fit in if we're living in a contradiction. We need a brand of passion that you can't imagine. Don't hesitate. Rub the lamp, Aladdin. It's just so incredible. Gotta have it. Can't let it go. If you don't try, you'll never know. Hard to believe, yes. All of the new energy you're starting to see, moving as fast as a wolf charging the scene, but on point like a laser targeted beam. It hits your body quick as a swift karate kick, so people feel it even if they won't acknowledge it. But you had to know it up when the track exploded. You tried to go and grab a hold it as it catapulted. Now we're setting sail on the epic scale of discovery, so respect the trail, cause you gotta face it, watch it in amazement. There's only one, ain't no replacement. It's just so incredible. Gotta have it, can't let it go. And it's in time, on schedule. It's just so incredible. It's just so incredible. Gotta have it, can't let it go. If you don't try, you'll never know that this is incredible. 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 If I was born to be a winner, then I'ma grow up to be a go-getter. Blood, sweat, and tears written in the plaques of kings. One in a million, the billions that had to say. If I was born to be a winner, then I'ma grow up to be a go-getter. Blood, sweat, and tears written in the plaques of kings. One in a million, the billions that had to say. When only all I know, see, where you're stamina down, overthrowing me. Jerk left, jerk right, I'm number 23. Every day of my life, the win is all I see. Train harder than most, it's more than a dream. This is reality. I was born to be king. Break the sweat from my soul as I bring sound in. And let it go with the form of a javelin throw. Come on, stay on my head to be dope. Wrap my hands up tighter than the rap that he wrote. Then let it float like a butterfly right to your throat. Think it's a joke till you tenderize. Beat you up so bad, your friends are ask, which way did he go? Hard to recognize, sort of like the face of a ghost. So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Augsburg vor dem Spiel morgen in Düsseldorf. Begrüße Heiko Herrlich ganz herzlich auf dem Podium. Euch im Homeoffice, wie ich sehe, zu Hause in der Videoschalte. Und darf gleich die Fragerunde eröffnen. Wir beginnen heute bei Dominik Mesch von Presse Augsburg. Hallo Herrlich, grüß Sie. Vor zwei Wochen habe ich Sie gefragt an dieser Stelle, ob es in Düsseldorf zum Endspiel kommen kann. Jetzt ist es wohl soweit. Wie ist die Gefühlslage und wie trügerisch ist die Tordifferenz? Ja, also es ist kein Endspiel in dem Sinne, wie Sie es vielleicht meinen. Wir fahren dahin und wollen natürlich die bestmöglichste Leistung bringen. Wir haben das selbst in der Hand und das ist unser großer Vorteil. Und ein Punkt würde uns reichen, aber wenn man irgendwo auswärts hinfährt und mit dem Ziel einen Punkt zu holen, dann wird es meistens nichts. Wir wollen so spielen, dass wir unsere bestmöglichste Leistung abrufen und wenn drei Punkte möglich sind, wenn wir versuchen, die mitzunehmen. Dann machen wir weiter bei Kilian Mädele vom Bayerischen Rundfunk. Ja, Herr Herrlich, wie geht man denn psychologisch mit dieser Situation um? Malt man den Teufel an die Wand und sagt, es ist noch super eng oder versucht man die Spannung ein bisschen rauszunehmen? Wie gehen Sie mit der Mannschaft in der Situation um? Ja, also ich denke, wir sind uns seit Wochen der Situation bewusst. Keiner hat irgendwie in irgendeinem Zeitpunkt mal locker gelassen. Wir wussten, dass das bis zum Schluss eine enge Kiste wird und wichtig ist in der Situation, dass man auf uns schaut. Wir werden nicht besser, wenn andere verlieren und wir werden auch nicht schlechter, wenn andere gewinnen. Wir haben es selbst in der Hand und wir müssen da positiv auftreten und selbstbewusst, wir haben das selbst in der Hand und das ist die Marschroute, ganz klar.
Eine Nachfrage von Kilian Mehlele. Genau, noch eine Nachfrage. Es ist ja bekannt, dass Sie ab und zu gerne mal einen Sportfilm zeigen Ihrer Mannschaft. Gibt es in der Situation einen, dem Sie der Mannschaft vielleicht zeigen würden oder woran Sie die Situation erinnert? Nein, die Taktung zwischen den Spielen ist so eng. Jetzt geht es gerade um Regeneration, um Frische zu bekommen, um taktisch die Feinheiten von Düsseldorf nochmal rauszuarbeiten, die an die Spieler weiterzubringen und natürlich auch mit kurzen Besprechungen, kurzen Ansagen, sich darüber bewusst zu werden, dass wir einfach auf uns schauen müssen jetzt, dass wir nicht auf andere schauen, sondern auf uns. Wir haben das selbst in der Hand und alles andere interessiert uns nicht. Gehen wir zu Titus Fischer von Radio Fantasy. Hallo Herrlich, vom letzten Spiel haben Sie einige Spieler rotiert in der Aufstellung. Wie ist die Voraussetzung für morgen? Ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Der ein oder andere Spieler ist jetzt wieder in einer Verfassung, wo er spielen kann, wo er einsatzbereit ist. Wir haben noch zwei, drei Fragezeichen, aber ich denke, dass uns der größte Teil morgen zur Verfügung steht. Düsseldorf hat es ähnlich gemacht, hat auch rotiert und wir wollen natürlich so viel frische Leute wie möglich morgen wieder auf den Platz bringen. Und wir waren ja die Mannschaft, die zweimal in englische Wochen hatte, mit jeweils drei Spielen in sechs Tagen. Jetzt hatte Hoffenheim vor dem Spiel zwei Tage mehr frei. Und dementsprechend können wir natürlich jetzt wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Bitte meldet eure Fragen kurz über den Chat an, damit ich euch aufrufen kann. Dann gehen wir wieder zu Kilian Mehlele vom BR. Ja, wie schätzen Sie denn Fortuna Düsseldorf ein? Die spüren so ein bisschen Aufwind, rennen und kämpfen um ihr Leben. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, beeindruckende Ergebnisse schon geschafft diese Saison, beeindruckende Auftritte. Waren ja auch schon mal weiter abgeschlagen, aber kämpfen um alles und zeigen natürlich auch immer wieder, dass sie über spielerische Qualität verfügen, versuchen auch den Ball laufen zu lassen. Aber wir wollen da natürlich dagegen halten, das unterbinden und unsere Möglichkeiten natürlich auch finden und suchen. Stefan Mack von Hitradio RT1, bitte. Herr Herrlich, Geisterspiele finden wir alle blöd grundsätzlich. Kann es aber vielleicht in dem Fall für Ihr Team ein Vorteil sein, weil es wäre ansonsten wahrscheinlich ein ziemlicher Hexenkessel mit Fans. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Heimvorteil in diesem Fall wahrscheinlich flach fällt. Ja, ich denke mal, dass sich darüber jetzt keiner bei uns Gedanken gemacht hat. Weil die Situation ist jetzt so, die ist jetzt seit Wochen so. Wir haben ja auch keine Heimspiele in dem Sinn gehabt, wo wir Unterstützung haben. Jetzt ist es andersrum genauso. Das kann aber genauso auch für die Heimmannschaften ein Vorteil sein. Ich glaube, darüber denkt jetzt keiner nach. Jeder weiß, wie die Situation ist im Stadion. Ich habe ja auch schon mal vor Wochen dann gesagt, ich finde, die Spiele sind auf gutem Niveau. Die Laufleistung, die Statistiken geben das alles her. Die Spiele werden leidenschaftlich geführt. Und schade ist, dass keine Zuschauer dabei sind. Also auch wenn das jetzt in Anführungsstrichen ein Vorteil für uns wäre. Aber es ist die Situation so und deshalb brauchen wir uns gar keinen Gedanken machen, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Wir müssen uns auf unsere Fähigkeiten verlassen und darauf bauen, dass wir die bestmöglichste Leistung, die wir bringen können, morgen abrufen. David Bernreuther vom Kicker. Hallo Herr Herrlich, ich gehe mal ganz kurz weg vom Sportlichen. Und zwar, es hat sich in dieser Woche ist bekannt geworden, dass ich ein Bündnis gegründet habe von Spielern, die Profis eine Stimme geben wollen, sich für mehr Solidarität und Mitbestimmung einsetzen wollen. Unter anderem ist auch Andreas Lute maßgeblich daran beteiligt. Wie bewerten Sie denn diese Initiative und gerade auch das Engagement von Andi Lute in dieser Richtung? Ja, ich habe das nur gehört, mich nicht näher damit beschäftigt. Deshalb kann ich darauf auch nicht antworten. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel. Da ist unsere ganze Aufmerksamkeit für da. Ich denke, dass wir in allen Phasen dieser Corona-Krise die Spieler abgeholt haben, mitgenommen haben, aufgeklärt haben, ihnen auch gesagt haben, freigestellt haben, ob sie mittrainieren oder mitspielen
oder wie auch immer. Aber unser Fokus ist jetzt voll auf das Spiel gegen Düsseldorf und für die anderen Dinge haben wir jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit. Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen. Fälle, Herr Herrlich, die Sie jetzt schon bekannt geben können, weil die Spieler gar nicht mitfahren. Und wird es Wechsel geben? Es war jetzt gerade unterbrochen manchmal. Könnten Sie bitte nochmal Ihre Frage wiederholen? Gibt es Ausfälle, die schon bekannt sind, wo die Spieler gar nicht mit nach Düsseldorf gehen und wird es Wechsel geben? Ja, natürlich wird es Wechsel geben, aber wir haben noch 2-3 Fragezeichen, aber da muss man schauen. Ich hoffe, dass die bis morgen ihr volles Okay geben. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte kurz über den Chat anmelden. Ja, Dominik Mesch, der Nächste. Herrlich, die Mannschaft hat gegen Hoffenheim eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Halbzeit das aber nicht mehr so umsetzen können, was die ersten 45 Minuten gebracht haben. Jetzt mit ein paar Tagen dazwischen, woran machen Sie das fest? Mein Eindruck, es war nicht das erste Mal in dieser Saison, auch vor Ihrer Zeit schon hier in Augsburg. Hat das konditionelle Gründe teilweise? Ja, statistisch, das kennen Sie ja sicherlich auch, sind Düsseldorf und wir die Mannschaft, die in der letzten halben Stunde die meisten Gegentore bekommt. Das war eine sehr gute erste Halbzeit, die wir gespielt haben gegen Hoffenheim, haben die gut unter Druck gesetzt, auch viel Ballbesitz gehabt, gut die Angriffe vorgetragen ins letzte Drittel. In der zweiten Halbzeit, muss man einfach auch sagen, hat Hoffenheim ein bisschen umgestellt, hat auch einen Gang hochgefahren und wir konnten das Tempo dann nicht mehr so mitgehen, hatten einfache Ballverluste, was uns viel Kraft gekostet hat. Und ja, da mussten wir dann irgendwo dem ganzen Tribut zollen, aber trotzdem auch in der Phase, wo wir 0-2 hinten lagen, denke ich mal, haben wir eine Phase gehabt von 15 Minuten, wo wir am Drücker waren und eigentlich auf den Ausgleich nochmal gedrängt haben, ohne eine Großchance zu haben. Aus Ihrer Sicht, wir haben dann noch natürlich in der Analyse 2-3 Möglichkeiten gefunden, wo ein Steckpass oder wo der letzte Pass nicht ankommt, wo es vielleicht zu einer Großchance hätte kommen können oder müssen. Das ist nicht passiert. Das ist schade, aber man hat einfach gemerkt, dass Hoffenheim auch technisch stärker war. Aber wir haben auch Spiele schon gehabt, jetzt auch in der Phase, wo wir gerade jetzt nach Corona wie auf Schalke, wo wir in der Phase 60. 70. Minute extrem unter Druck standen, wo der Ausgleichstreffer immer in der Luft lag, wo wir dagegen gehalten haben oder auch gegen Mainz, wo wir eben da die Kraft hatten, das bis zum Ende durchzuziehen und da zu verteidigen, um die Null zu halten. Und ich hoffe, dass wir morgen das genauso wieder schaffen. Noch weitere Fragen? René Kirsch hat ein technisches Problem. Wenn du deine Frage als in den Chat reinstellst, kann ich sie gerne für dich stellen. Ansonsten David Bernreuther, du hast noch eine Nachfrage. Dein Mikro ist wieder frei. Sie sagten eingangs, es ist kein Endspiel in Düsseldorf. Aber wie wichtig ist es denn, ein Endspiel am letzten Spieltag zu vermeiden, wenn dann Augsburg auf Leipzig trifft, für die es womöglich noch um die Champions League geht, während Düsseldorf dann gegen bereits gerettete Union Berliner spielt? Wie wichtig ist es jetzt, quasi alle Zweifel zu beseitigen? Ja, also die Frage beantwortet sich von alleine. Wir haben jetzt den Fokus auf Düsseldorf und wollen da die maximale Leistung bringen und wir haben das selbst in der Hand und mit einem Punkt ist alles klar und wenn mehr möglich ist, werden wir auch das versuchen und dementsprechend ist jetzt der Fokus da drauf und wir müssen an die 100% kommen, da ändert sich nichts, was danach ist, das ist jetzt im Prinzip völlig für uns nicht relevant. Gut. Keine weiteren Fragen, die angemeldet sind, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Tag und man sieht sich gegebenenfalls in Düsseldorf. Ciao. Danke, ciao.